Hi ho und willkommen zu meinem Video. Ja, ich habe eine kleine Geschichte für euch aus meinem Leben. Oder besser gesagt, etwas, was mich mein ganzes Leben praktisch schon begleitet. Und passend dazu liegt da hinten mein DS. Mehr oder weniger nicht der, aber damit war ein großer Baustein. Ich möchte euch heute die Geschichte erzählen, wie ich zum Videospielen gekommen bin, wo ich dann gelandet bin und so ein paar, die ich einfach wirklich gerne mag. Ich frage mich, ob es da auch eine. Nee, da gibt es keinen Pausenbutton, oder? Nein. Okay, dann ziehen wir durch. Hätte ich euch die wichtigsten noch schnell hergeholt, aber das habe ich jetzt vergessen. Sorry. Ja, wie hat's angefangen? Mein Papa. Ja, genau, mein Papa. Das ist so, das ist, glaube ich, der Anfang der Geschichte, wenn man so will. Der hat für Raven, also für die Spielefirma Ravensburger, hat er oft Kartons, also die Spieleverpackungen designt. Und meine Mom, die hat bei Ravensburger gearbeitet, sehr lange. Und dadurch war bekannt, dass mein Vater sie dann geheiratet hat. Surprise, meine Eltern sind verheiratet. Das sitzt schon ewig lang. Und meine Mom hat damals, war in einer führenden Position, also die ist sehr hoch gekommen, was Arbeiten, was ihren Berufsweg angeht. Und die hat dann aber aufgehört zu arbeiten, als bei meinen Eltern der Kinderwunsch aufkam. Nee, da hat sie noch nicht aufgehört. Aber als dann sicher und deutlich und klar war, ja, wir bekommen bald ein Kind. Da hat meine Mom sich dann haben meine Eltern dann ein Gespräch geführt und da wurde dann geklärt, mein Papa hat gesagt, ich arbeite lieber länger, ich arbeite lieber mehr, aber im Ausgleich dafür möchte ich, dass du unser Kind bei unserem Kind bist und es großziehst und dafür sorgst, dass es ein gutes Leben hat. Kurze Fassung, meine Mama und mein Dad haben es geschafft. Ich habe wirklich das Traumleben hier, wenn man so will. Wenn man Schule ignoriert, weil das war ein schwieriger Aspekt, aber da können die beiden nichts dafür. Dafür kann bloß der Staat was mit der Schulpflicht, mit Anwesenheitspflicht, was man dann für Corona aufgelöst hat, wo viele Leute ewig lang gekämpft haben, für dass sie Heimunterricht geben dürfen. Dann war es plötzlich in Ordnung, aber okay. Lass mal das Thema, gehen wir wieder zurück. Auf jeden Fall war es dann so, dass mein Papa eben für Ravensburger Spiele gebaut hat. Und dann war denen halt bekannt, dass mein Vater ja, dass er ein Kind hat. Und dass dieses Kind in einem Alter ist von damals den Spielen Fritzi Fisch, Töff Töff, Hiha Hosenland und so Zeug. Und dann haben sie mein Papa hat die Schachteln dafür gemacht, also designt, gedruckt und sowas, glaube ich. Also designt bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall hat er dann die Druckvorlagen und irgend sowas hat er gemacht. Ich weiß nicht, was er genau dran gemacht hat. Aber auf jeden Fall hat er die dann bekommen dafür. Also hat er davon welche dann auch gekauft oder bekommen. Das weiß ich wirklich auch nicht genau, wo die dann herkamen. Aber auf jeden Fall waren die dann da. Und dann hat mein Papa halt, als ich eines Tages ins Geschäft gekommen bin, hat er das Spiel da gehabt und hat er mich halt mal damals auf den Schoß genommen, weil ich noch zu klein war. Und dann haben wir zusammen Fritzi Fisch gespielt. Und dadurch habe ich dann auch übrigens immer den Gedanken gehabt, mein Papa, sein Beruf ist es, Fritzi Fisch spielen. Ich dachte immer ganz sicher, der macht den ganzen Tag nichts anderes. Ja, und dann haben wir halt irgendwann auch noch hier Hosenland und Zahlending und Töfte. Töfte habe ich geliebt. Ich habe Töfte über alle Maßen geliebt. Auf jeden Fall haben wir das dann auch noch bekommen und dann habe ich die halt immer, hat mein Papa immer, wenn ich bei ihm im Geschäft war und meine Mom irgendwas erledigen musste, hat er mich halt immer vor der PC gesetzt und hat gefragt, welches Spiel ich spielen möchte. Und ich werde nie vergessen, oh Gott, das wird immer in meinem Herzen bleiben, als ich das erste Mal es geschafft habe, dieses
Level mit den Pinguinen in Töftöf zu schaffen. Und ich dadurch dann das Spiel das erste Mal beenden konnte. Oh, das war das schönste Gefühl, das ich jemals so gefühlt hatte. Und wenn meine Eltern wahrscheinlich die Zeit zurückdrehen könnten, würden sie genau da ansetzen und mich niemals an diese Geschichte lassen, weil das hat sie dann später gefühlt Millionen gekostet. Also, wenn ich da an dem Tag, wenn ich in dieser Zeit nie an den PC gegangen wäre, hätte ich nie so eine Leidenschaft fürs Spielen entwickelt und das wäre dann dadurch wäre vieles günstiger geworden. Wer weiß, oder ich hätte noch ein teureres Hobby, sowas wie Surfen im australischen Meer angefangen, wo ich dann immer alle paar Jahre verreisen müsste. Na gut, wer weiß, wer weiß. Ja, auf jeden Fall habe ich diese Spiele geliebt. Und dann, irgendwann, weil ich die Spiele so geliebt habe, war es so, dass mein Papa halt, nee, dann kam mein Opa zuerst. Und mein Opa hat dann für die Arbeit, also für seine Arbeit, weil er war Versicherungskaufmann. Entschuldigt, manchmal hittet es noch ganz schön rein, wenn ich an Opa denke und an die alten Zeiten. Ja, auf jeden Fall war er Versicherungskaufmann und hat dann einen PC gekauft oder besser gesagt zur Verfügung bekommen oder gekauft, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte er einen PC, so einen Laptop. Das Teil ist inzwischen antik, aber ja. Und dieser Laptop, der war dann halt bei meinem Opa im Büro. Und immer wenn mein Opa dann da gearbeitet hat, durfte ich auf dem Laptop Spiele spielen. Also ich habe dann so zwei, drei Spiele gehabt, so Barbie-Spiele. Barbie, Shelly und so Zeug. Wo müsste das noch sein? Ich habe erst vor kurzem lustigerweise die Verpackung in der Hand gehabt. Deswegen kommt mir das jetzt gerade, dass es da noch. Nimm's oder lass es, Leo. Gut. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich. Entschuldigt, gleich mach's plopp. So. Hab eine neue Trinkflasche. 2 Liter, damit ich auch trinken nicht vergesse. Ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann da bei meinem Opa Barbie spielen konnte. Aber es war halt echt nicht der Renner. Und dann irgendwann bin ich mal in einem Laden gewesen und habe die Sims 1 gesehen. Und dann war ich so, ich würde das Spiel gern spielen, aber der PC vom Opa konnte das nicht. Und dann war ich so voll traurig. Und ja. Und dann kommen wir zum Thema Blatant Pech und Pannen, die aber zu meinem Vorteil waren. Dann war es so, dass mein Papa zu jener Zeit fürs Geschäft einen PC hat sich zusammenbauen lassen, der relativ leistungsstark war, damit man darauf Grafiker-Sachen machen kann. Also heutzutage würde ich einen Lachkrampf kriegen, wenn mir einer so einen PC vorsetzt. Also der, den ich jetzt hier rumstehen habe, hat die zehntausendfache Leistung gefühlt von dem. Aber damals als Kind war das für mich der absolute. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Eine Mieterin hatte damals einen PC. So rum war es zuerst. Ich erzähle euch die mit Papa die Geschichte nachher fertig. Und die wollte ausziehen, aber der PC war ihr zu veraltet. Und dann habe ich den PC bekommen. Und dann habe ich auf dem PC Word gehabt. Und dann konnte ich da, was damals ja unglaublich teuer war und so, aber da habe ich dann immer so Texte vor mich hingeschrieben und meine Eltern waren total begeistert. Das Kind schreibt, das Kind schreibt. Ja, zu dem Zeitpunkt, ja, eigentlich war ich ein Ultraschreibfaul und da habe ich meinen Eltern immer so kleine Briefchen geschrieben und ja, da waren sie total happy und ja. Aber dann irgendwann ist der PC halt mehr oder weniger in die Knie gegangen und dann hatte ich ein Problem. Und dann war es so, dass, wie gesagt, mein Papa einen PC für die Arbeit bestellt hat und meine Omi aus Versehen, also die Mutter meines Vaters, die da auch arbeitet, aus Versehen anstelle von wir bestellen einen, den wir brauchen, zwei hingeschrieben hat. Und dann war es so, dass dieser zweite PC da stand. Und dann haben sie überlegt, ja, was machen wir jetzt? Eigentlich brauchen wir bloß einen, außer Papa arbeitet keiner am PC.
Und da hat mein Papa so gedacht, ja, mein Kind liegt mir seit ein paar Wochen immer wieder mal im Ohr mit. Ich würde sogar die Sims spielen. Und ich bin jedes Mal, wenn also zu der Zeit, immer wieder bin ich an Papas Händchen laufend, wenn ich dann irgendwo gesehen habe, dass da irgendwo was auf die Sims, habe ich immer zu Papa gesagt, guck mal, das würde ich so gern spielen, aber es geht auf Opas PC nicht. Und das würde ich so gern spielen. Und ja. Und dann war es auf jeden Fall so, dass mein Papa gesagt hat, ja gut, ich kaufe den PC ab, Geschäft, dann ist das völlig in Ordnung, dann nehme ich den PC mit und dann kann mein Kind da daheim drauf spielen, Spiele spielen und Word und alles. Und dann hat mein Papa war es dann halt so, dass mein und ich und sie kriegt den dann halt zum Geburtstag und zu Weihnachten und zu Ostern, halt so irgendein Feiertag. Und dann stand mein Papa mit diesem PC da und ich glaube, ich habe mehr gekreischt als jeder, der bei einem Konzert von seinem Rockstar war. Also das war für mich damals das totale. Ja, und dann hat meine Mom lustigerweise halt, weil eigentlich war schon geplant, dass ich einen PC krieg, aber dass das so schnell geht, war dann doch nicht geplant, aber hat meine Mom mir halt schon die Sims auch gekauft und dann hab ich damals, ich glaube, es waren 4 Disketten, aber auf jeden Fall habe ich dann da dieses Sims-Spiel eingelegt und auf dem PC installiert und ja, und dann war ich so begeistert damals von dieser Pixelgrafik. Es war die schlimmste Pixelgrafik, die man sich vorstellen kann. Aber für die kleine Elena war es damals das Riesending. Ich kann endlich Spiele spielen. Ja. Und dann war es so, dass ich das, wie gesagt, sehr geliebt habe, aber so Texte lesen war damals nicht mein Ding. Ich gebe es zu, also war die Sims am Anfang für mich zwar toll, so zum Rumklicken, aber so wirklich verstanden, was ich da mache, habe ich dann nicht. Da habe ich noch zwei, drei Spiele damals von meinen Cousins mir geliehen, weil die hatten damals mehrere Spiele. Tomb Raider war das unter anderem. Aber ich habe damit ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt, weil ich noch zu jung war, echt gar nichts anfangen können. Und dann war ich eigentlich an diesem Punkt, wo ich mir so gedacht habe, ja, Fritzi Fisch hat jetzt schon Spaß gemacht und das war wirklich tolles Spiel, aber an sich ist dieses Gaming-Ding, glaube ich, nicht meins. Und ja, dann war ich da und saß da für mich und habe so das Gaming erstmal völlig abgeschrieben. Und ja. Das war der erste Teil meiner Geschichte. Ich werde das jetzt auf mehrere Teile auflösen, weil ich sehe, dass ich jetzt schon über die 10 Minuten bin und ich möchte eigentlich immer Videos versuchen zu produzieren, die kurz und knapp sind. Ja, wir sehen uns im nächsten Teil meiner Gaming-Geschichte, weil glaubt mir, das gibt noch wahrscheinlich zwei, drei Teile. Ja, also schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch sowas erlebt habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.outlook.com. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.